Was ist hier mit dem Reifen los? Nur, dass du es weißt, ne? Oh. Der Reifen ist nicht mehr drin. Was ist das denn jetzt hier? Aber ich war mir nicht sicher, ob das vielleicht normal ist. Nee, da können wir nicht mitfahren. Hat er es Platz? Ja, der Wiener, aber nur unten. Das ist so schlimm. Okay, muss jetzt Schluss sein. Ich wollte es dir nur sagen. Ja, ja. Ja, aber das einzige Problem, warte, ist, dass hier die Felge komplett kaputt ist. Ja, das war ja... Das war deine Schwester. Boah. Komm, hol doch mal den Schlüssel bei deiner Mutter. Ich habe einen Plattfuß. Fuck. Kann das einfach so passieren? Nee. Ich habe einen Plattfuß. Richtig platt? Nee, Mama, nur unten. Ja, nicht, dass wir hier einen haben, der unsere Autos sabotiert im Haus. Die Mama hat einen Blödsch im Auto, eine Beule. Und jetzt haben wir einen kaputten Reifen. Angeblich nicht sehen, wer das war auf den Kameras. Komisch. Sehr komisch. So, aber den müssen wir zum Reifendienst bringen, dann sollen die uns sagen, warum der kaputt ist. Ja. Die können das ja sagen. Ja. Wenn da einer reingestochen hat, müssen wir hier Trouble machen. Stopp! Nee, mach das nicht! Das habe ich ja auch gemacht. Ah, der ist aber komplett kaputt. Stopp! Hier. Ich hab's ja Papa gesagt. Hier. Guck mal, die ganze Felge ist kaputt, alles. Alles ist am Arsch. Die Felge war ich. Wie kümmern? Aber letztes Jahr. Kann das sein? Ja, da, den Reifen warst du auch. Den Reifen war ich nicht, wenn das vor ein Jahr war, als ich ihn kaputt gemacht habe. Also bitte. Ja, aber willst du den jetzt mit dem Mund aufpusten? Nee, aber einen Kompressor brauchen wir. Normalerweise haben diese Autos so einen Schaffst Kompressor. Du nicht? Siehst du das nicht, dass der Reifen draußen ist? Nee, der pumpt sich dann wieder auf. Ja, ja. Scheiße. Ja, jetzt haben wir ein Problem. Wenn der Reifen dann platzt? Ist ärgerlich, dass das heute passiert, weil in den Urus passt natürlich am meisten rein. Und das ist genau das, was wir heute brauchen. Hast du einen Kompressor? Hier, gib. Ich steck ihn hier ein. Ja. Nee. Der muss den Zigaretten anzünden. Hier. Ah. Oh, das ist cool. Kann man das immer on the go machen? Ja, ja, aber ich bezweifle, dass das funktioniert, aber... Hier, nimm noch. Nee, hier, mir muss ihn geben, unter die Türe durch. Ja, aber Moment. Nee. Das Auto hat ja keinen Zigarettenanzünder. Doch, hat der, das stimmt. Wo? Warte, jedes Auto hat einen. Nee. Dann hat er einen 12-Volt-Anzünder irgendwo. Geht das? Nee. Hä? Nee, passt nicht. Passt nicht, weil das wieder andere Reife sind, sag ich dir. Das ist ja immer dein Ding, Junge. Weil wenn das Auto kommt, muss ja direkt eine andere Bereifung drauf. Ist ganz wichtig. Ja, ganz wichtig. Boah, ich hoffe, Mama und Papa streiten sich jetzt nicht den ganzen Tag. Papa möchte, dass die Autos gut aussehen und Mama, dass die funktionieren. Geht es? Und? Geht. Soll ich anmachen? Ja. Warum muss das Auto an sein? Sonst hat er keine 12 Volt. Doch, die Batterie. Steck doch mal ein. Ist doch ein Schiff. Ja, dann mach die Zündung an. Schau dann so doof an. Robert, wie geht denn der Wagen noch uns an? Ach so, hier. Klingt nicht gerade vertrauenserweckend. Ganz ehrlich, das bringt doch nichts, hier eine Stunde zu stehen und hier nichts. Und hier passiert ja, nichts. Ja, können wir nichts machen, geht nicht. Soll ich wieder zumachen? Geht nicht, ja. Das ist doof. Jetzt muss ein Reifen wechseln. Aber wir haben keinen. Die anderen Reifen sind in Saint-Tropez. Lass den Wagen jetzt erstmal. Ich hab da noch was im Petto. Ich hab da heute eigentlich eine Überraschung für dich. Eine Frau denkt ja immer im Voraus. Ja, ja, ist klar. Ja, doch. Aber an Plattfuß kann man ja nicht denken. Verstehe ich nicht. Der Robert wartet schon seit einem halben Jahr auf seinen Porsche. Was er aber nicht weiß, ist, dass der Porsche schon in Monaco ist. Es sollte eigentlich eine große Überraschung werden, aber jetzt muss ich mir mal Gedanken machen, wie ich das vorziehen kann. Ich würde dann wieder hier zumachen vielleicht. Ja, komm, lass uns fahren. Habt ihr den Ferrari gecheckt? Nein, der ist okay. Ja, vielleicht haben wir hier so einen widerlichen Widerling. Fürs XXL-Shopping machen die Geissens jetzt aus der Not eine Tugend. Doppelt hält besser. Wir machen jetzt einen großen Großeinkauf. Aber diesmal nehmen wir zwei Autos mit. Erstens mal haben wir mehr Platz für den Einkauf. Und zweitens mal, wenn ein Auto liegen bleibt, hat man immer noch eins, wo man mit nach Hause kommt. Im Auto von Carmen und Janaya scheint die gute Laune zu Hause zu sein.
Benzin ist allerdings nicht da. Wo ist denn hier die scheiß Tankstelle? Ich habe ein Riesenproblem. Ich habe weniger als null Sprit. Robert, ich habe zero, zero Sprit. Wo ist denn hier eine Tankstelle? Hier vorne rechts. Okay, Elke, ciao. Ey, der Tag fängt ja echt gut an, oder? Als erstes der Reifen kaputt im Lambo. Zweitens Bentley zero, zero Sprit. Triple Zero. Ja, aber der hat immer noch Reserve. Nee, der hat keine Reserve mehr. Ja, aber das sagen die immer. Aber am Ende haben die immer noch so 5 Kilometer, die fahren können. Wo ist denn hier die Tankstelle? Oh mein Gott. Naja, hier können wir rund. Siehst du? Jetzt geht's los. Gibt es? Tire Pressure. Tire Pressure sind die Reifen. Ja, ist klar. Hat auch ein Problem. Ja, aber das sagt es immer. Ja, aber nicht, dass wir wirklich da einen Idiot haben, der uns alle Autos kaputt macht. Glaubst du, der hat jetzt den Sprit von hier auch rausgenommen oder was? Ja, why not? Bei uns unten im Keller lebt einer, entleert die Batterie, sticht die Reifen ein, trinkt unseren Sprit. Keine Ahnung, ich glaube, unsere Eltern haben einfach in generell so ganz komische Fantasien. Tankstelle! Wo habe ich jetzt den Füllstutzen? Wie der erste Mensch. Fahr doch an die Tankstelle. Carmen, das kann man im Display sehen. Im Display ist so ein Zapfhahn. Wo denn? Beim Tanken. Dann zeigt er dir rechte Seite, ne? Wo ist dein Tankdings? Da. Bitte. Fahr vor. Ja, hier steht diese Seite. Mama, ist es wo hier? Denn? Guck, siehst du diesen kleinen Dingsbums? Da, wo diesen Dingsbums ist, wo du was du reintust. Ja, mach auf. Wenn der auf dieser Seite ist, heißt es, du tankst von dieser Seite. Wenn es von der Seite mach ist, auf. Dann heißt Moment. Es, du tankst auf der Seite. Das ist doch kein Rocket Science, Mama. Hast du niemals deinen Führerschein gemacht? Papa, ich habe Angst, mit Mama zu fahren. Ach, ihr geht mal alle auf den Senkel. Ah, wenn da der Tankrüstel rechts ja, ist. Dann heißt es, du tankst von der echt? Ja, jetzt lässt die Carmen sich ja noch das Autofahren erklären von den Kindern. Also ich glaube, da ist jetzt langsam mal eine Sonderprüfung fällig, weil so lange hat sie den Führerschein schon, das wird jetzt langsam mal Zeit. Wenn ich vollgetankt habe, sollten wir danach einen Kredit aufnehmen. Ich schätze 190. 180. Du sagst 180? Ich hab gewonnen! Nee. Ich hab gewonnen. Ah, aber ganz knapp. Ich hab gewonnen. Geh bezahlen, weil du gewonnen hast, zahlst du die Rechnung. Ich weiß noch nicht, wie das Auto funktioniert. Weiß jemand, wie das was funktioniert? Was machst du? Ich will das Auto bewegen. Aber ich weiß noch nicht, wie das angeht. Komm, steig aus. Oh, Mama, du bist so eine Spielverderberin. Ich weiß nicht, wie das Auto angeht. Aber schubst mich nicht so. Aua. Auch wenn wir manchmal sind wie Feuer und Wasser, doch eine Sache verbindet uns. Ach, wie süß. Liebe geht durch den Nagel. Mama ist eher so eine beste Freundin. Mit ihr kann man sich auch manchmal sehr gut streiten. Aber Papa spielt einfach nur The Man. Gehen wir erst zum Markt oder Metro? Metro. Okay, perfekt, danke. Ich lieb dich. Ciao. Du bist so ein Arsch, Papa. Du könntest auch lieb dich auch sagen. Ich hatte schon aufgelegt. Immer wenn ich Papa anrufe und sage, ich lieb dich, kriege ich nie ein Ich lieb dich zurück. Nee? Nein. Ja, dann liegt er immer auf. Ist das normal? Ich sage immer, ich lieb dich. Ja, ich weiß. Aber Papa vergisst es immer. Papa macht immer so, als er macht immer so, als hätte er keine Zeit. Er macht es immer sehr schnell so. Ja, Metro, tschüss. Macht er bei mir auch. Zu mir sagt er auch nicht, ich lieb dich. Sag ja auch zu dem, lieb dich, legt er auch auf. Der ist halt so. Der ist anders als andere. Ja, die zwei sollen sich mal meine Kreditkartenabrechnungen anschauen. Da steht ganz, ganz groß drauf, ich liebe euch. There's the Sarah, baby, go, go, go. Oh, as we made
Das ist ein echt schlimmer Musikgeschmack und dann tanzt sie und singt sie noch im Auto. Zum Glück kennt uns keiner hier. Jetzt fantasiert sie wieder und sieht sich auf alle Bühnen der Welt, aber den Weg zum Supermarkt sieht sie immer noch nicht. Fuck! Mama, ich weiß nicht, ob du hier so drehen kannst, wie du willst. Ich weiß nicht, wo ich bin, Kind. Mama, ich weiß es auch nicht. Papa kriegt einen Aussetzer, ich sag's euch. Wo lang jetzt? Runter! Hier runter! Bitte, lieber Gott, lass uns endlich ankommen oder mach, dass ich einfach nichts mehr höre. Mein Püppchen habe ich gefunden. Das war aber jetzt eine Schwergeburt, oder? Doch nicht. Hier habe ich extra freigehalten. Hier ist eine ganze Reihe für dich. Geht noch. Ja, du stehst hinten raus. Ist doch egal, ist doch groß genug, nicht? Ja, dann lass ihn stehen. Hast du verfahren oder was? Bist du nicht über die Ampel gefahren? Hast du gesehen? An der Schule vorbei. An dem neuen Stadion, was wir gebaut haben. Ja, und da habe ich vor so vielen Leuten gesungen.